Ja, hallihallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play League of Legends. Ja, und ich starte ein bisschen früher jetzt rein, aus dem einfachen Grunde, weil ich ein paar Ankündigungen noch zu machen habe. Also einmal, einige haben bestimmt mitbekommen, dass die letzte Folge von so einer Runde meistens immer ziemlich kurz ist, von 11 bis 13 Minuten oder so. Das liegt daran, dass ich meistens, also bis jetzt hatte ich das Problem, dass ich im Let's Play einige Runden verloren hatte. Dadurch sind die Runden ja nicht so lang gewesen und das heißt, wenn ich eine, sagen wir mal, 28 Minuten Runde habe, dann kann ich da nicht eine Folge draus machen. Das wäre zu heftig. Also muss ich zwei Folgen machen und da ist natürlich eine Folge dann wesentlich kürzer. Also ein bisschen kürzer. Nur falls das jemanden... Ah, stimmt, ich muss ja... Moment. Nur falls das jemanden aufgefallen sein sollte. So. Dann... Ja, das Let's Play scheint ja ganz gut bei euch angekommen zu sein. An sich, ich habe, also das ist eines der besten Let's Plays mittlerweile. Nach 3 Tagen 120 Aufrufe, da war ich schon recht begeistert. Und es wurde auch gleich der erste Wunsch geäußert, und zwar wollte doch jemand sehen, wie ich mit Karma spiele. Konnte ich jetzt sofort auch umsetzen. Ich habe zwar nicht das Geld für Karma gehabt, also, aber sie ist momentan frei wählbar, deswegen probiere ich sie mir gerade mal aus. Ist auch mein erstes Mal. Ich lese mal ganz kurz die Effekte hier durch. Also hatte ich ja schon ein bisschen gemacht. Das war das mit der Feuerkugel. Kostet kein Mana. Das ist natürlich geil. Verbündeten Schild. Ach ja, stimmt. Der Verbündete hält ein Schild. Und hier hatten wir vom gegnerischen Champion ein Ziel, wodurch sie das aufdeckt und 2 Sekunden lang natürlich andere. Brauchen werden. Okay. Ich glaube, ich beginne mit dem Schild aus dem Grunde, dass ich ja Supporter bin. Das ist ja krass. Ja, auf jeden Fall. Ja, und was noch gesagt wurde, wurde ja Minecraft Let's Play angemerkt von jemandem, dass mein Sound, also mein Sound im Vergleich zu meinem Spiel immer sehr leise sei. Ja, gut. Ich habe jetzt meine Lautstärke des Spiels auf 40 runtergestellt. Musiklautstärke kann ich mir sogar noch ein Stück runterstellen. So, und jetzt hier drauf. Was ich jetzt erfahren habe, was wichtig ist, wenn man stehen bleibt an dem Vieh, also an dem Wetter oder Blue Buff oder auch bei Dragon und so, dann kriegt man die EP mit. Das heißt, es ist wichtig, wenn man hier zum Beispiel den Blue Red Buff oder was weiß ich macht und der eine soll die EP abbekommen, dann ist es wichtig. Okay. Ah, jetzt. Dann ist es wichtig, dass man weit genug weggeht, dann, damit man selbst nicht die EP bekommt. Ich versuche hier mal ein bisschen die Viecher anzuhitten, weil Jinx braucht ja die Kills. Huh, lag gerade ein bisschen, ne? So. Ich habe noch nie jetzt Supporter gespielt, also verzeiht mir, wenn ich noch was falsch mache. Ich versuche ihr das Geld überzulassen, damit sie sich heilen kann. Schön. Immer schön drauf. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Das tut mir leid, ich wollte eigentlich nicht Kiste jetzt begehen. Das war jetzt ein bisschen, ja. Gut, okay. Also für alle, die noch nie als Supporter gespielt haben, ich kenne zwar die wesentlichen Grundlagen eines Supporters, also ich brauche keine Kills, ich brauche auch keine Last Hits, ich brauche eigentlich nur die EP. Und am Ende des Games, also im späten Game, dann sollte ich mich dann langsam darum kümmern, Punkte zu machen. Oh. Alles klar, das ist feuert, also ich kann ja auch noch ein Mantra abbauen, was das Mantra jetzt genau bringt. Das Mantra haue ich einfach immer wieder rein, aus dem einfachen Grund, das kostet mich nichts und... Okay... Das ist einfach ein Feuerball, der Flächenschaden macht, das ist... Das verstehe ich, so... Was habe ich jetzt gemacht? Also wie gesagt, erstes Mal so hier, keine Ahnung von dem Vieh... Hier kriegt das Kill. Immer schön dem Speer ausweichen.
Schild auf meine Verbündeten hauen. Und mein Mana ist alle. Das ist natürlich uncool. Ich würde mir Mana aufheben. Wie viel kostet das? Das kostet 60 Mana. Ich würde mir Mana aufheben, um Jinx heilen zu können. Was du sagst, zwei Wege vor dir nach, schufst einen weiteren. Na gut, okay. Wenn du das meinst. So, du kannst ruhig rauskommen, Jinx. Ich, aua, krieg auf die Fresse gerade. Gut, ich gebe mir mal kurz noch ein Schild und dann hau ich ab. Hoho. Da kann jemand gut mit einem Speer umgehen. Also, ja, also mit ihrem, also, naja, also, ihr wisst schon, was ich meine. So, was haben wir denn hier? Was können wir uns denn kaufen? Wir können uns kaufen eine Fähigkeitsstärke. Das ist doch, glaube ich, bei Kammer sehr wichtig. Und dann gehen wir gleich wieder hin. Kann ich von hier hinten gleich mal so? Oh, das wollte ich gar nicht. Nee, okay, das E geht von hier hinten nicht. Schade, wäre natürlich zu cool gewesen, wenn man von weit weg Leute verteidigen könnte. Nie wieder wirst du tatenlos zusehen. Deswegen bist du auch gerade auch weit weg vom Kampfgeschehen, liebe Kammer. Genau. Ja, also wie gesagt, der junge Herr, der mir das empfohlen hat, die Kammer, ich hoffe, ich spiele sie nicht falsch. Das wäre natürlich uncool. Und ich kann mal jetzt gleich mal am Anfang falsch spielen. So, nächstes Level erreicht. Was ist mal ganz kurz dann? Der ist da, okay, Game. Alles klar. Ich kann mit Kammer nicht umgehen. Hab ich sie gerade noch so erwischt, ey. So. Und da die Jinx in den Last Kill bekommen, sehr schön. Natürlich steigt man als Supporter immer ein bisschen schlechter auf. Aber das ist an sich ja nicht wirklich schlimm. Weil im Endgame hast du dann trotzdem die Chancen weiter aufzusteigen. Jetzt will ich mal den Schild erhöhen hier. Das hat nicht viel gebracht. Hat Gragas markiert. Ja, die sind gerade zu zweit schon, das brauche ich nicht helfen, glaube ich. Oh. Die Kugel haut echt rein. Ich verstehe den Strahl noch nicht ganz, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich muss mal ganz kurz hier das Schild geben und dann... Verbindet Kammer mit dem gegnerischen Champion im Ziel, wodurch sie ihn beaufdeckt und 2 Sekunden lang 60 plus 33 magischen Schaden verursacht. In den 1 Sekunde lang an Stelle festhalten, soll die Verbindung nicht unterbrochen werden. Mantra-Bonus, Entschlossenheit... Okay, bringt ein bisschen mehr Schaden, alles klar, alles klar, alles klar. Hallo? Sehr schön. Aber den nächsten gekillt. So gefällt mir das. Und Porto ist gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Ich spiele mal ADC, weil ich gerne aggressiv spiele. Aber so Verteidigungsspielen ab und zu mal machen, ist auch nicht schlecht. Jetzt kann ich mein Karma ein bisschen erhöhen. Von der Karma, das Karma ein bisschen erhöhen. Das ist positiv, glaube ich. Ich habe vergessen, mir Warp zu kaufen. Oh. Okay. Ah, ich kann auch auf mich selbst ein Schild hauen. Das ist natürlich ziemlich geil. So, schön aufpassen. Oh, ich bin wieder zu zweit. Ah, okay. Vorsicht. Schild draufhauen. Ich hab kein Karma mehr. Kein Mana mehr. Ach, kein Karma mehr. Ich hab kein Mana mehr. Jinx, würdest du da mal wegkommen, alleine so?
Ah, das war jetzt ein zweit gewesen, das habe ich auch nicht gesehen jetzt. Bam! Man sieht aber meine aggressive Haltung doch wieder ausstrahlen, aber... Gebe ich mal ganz kurz selbst den Schild aus dem Grund, dass... der hat mich erwischt. So, okay, dann gehe ich mal ganz kurz back. Das sieht nämlich böse aus. Ich möchte nicht unbedingt hier rumfeeden. Sieht momentan ganz gut aus für uns, gell? Wir haben 1-0-3. Das looked auf jeden Fall very great. Man muss ja sagen, man kann übrigens, was mir aufgefallen ist, als erstes hole ich mir, glaube ich, die Rabatonshaube. Bringt mir unter nichts, Mist. Dann hole ich mir den da nochmal. Und den da. Was mir aufgefallen ist, man kann, übelst coole Thumbnails machen, weil es ja übelst viele geile Bilder zu League of Legends gibt. Aber die Folgenbeschreibung, die Folgentitel sind immer ein bisschen schwer, man macht ja immer nur dasselbe. Man greift an, man wird angegriffen, man zieht sich zurück, man lässt die anderen sich zurückziehen. Und deswegen sind die Folgentitel immer ein bisschen seltsam. Ich hoffe, ich werde da keine doppelten nehmen, muss ich versuche da ein bisschen Abwechslung reinzubringen, aber mal schauen. So, Jinx ist gerade nicht da, da kann ich mir auch mal ein paar Lasts holen hier, mit ich auch mal ein bisschen Geld abstauben. Typisches AD Carrier Verhalten. Also normalerweise bin ich AD Carrier. Ich habe immer noch kein Warp gekauft. Ich sah zwei Wege vor mir. So, jetzt ist Jinx wieder da, dann hau ich hier mal ein bisschen so rein. Ich hau's ab. Ah, das ist klar, sie gehen in die Mitte. Da ist einiges los. Olga. Bleib mal hier. Jinx. Ich glaube, ich krieg dadurch auch einen Angriffsschub, aber bin mir gerade nicht sicher. Hier ist Lee Sin, der soll mal herkommen. Ah, Mist. Das wird gerade ein bisschen... So. Da klingelt's gerade. Ich hoffe, mein Bruder ist so intelligent und macht die Tür auf. Manchmal hat er nämlich so seine Probleme mit, intelligente Taten zu verbringen. So, hier haben wir Sophia. Dann gehen wir hier mal... Ich glaube, der Sin hat den Schild am nötigsten momentan. Ah, ich habe allen den Schild gegeben. Das ist natürlich cool. Jetzt müssen wir hier mal schauen, dass wir den Turm recht schnell runterkriegen. Denn sonst wird das hier nicht. So, jetzt ist die Zeit, in der ich auch mal draufhauen darf. Bam! Jetzt gehen wir den Velkos hier noch kurz ein Schild. Dann hau ich mit den da hau ich mal... Auch was ins Gesicht. Ja, das hat wunderschön geklappt auf jeden Fall. Also begeistert. Ich wollte eigentlich Velkos ein Schild geben, aber na gut. Auch nicht sonderlich. Problem ist, dass meine Kuh nicht durch die Viecher, durch die Vasallen durchgeht. Huiuiuiui. Ich glaube, ich muss meine Rema ein bisschen mehr benutzen. Aua. So, dann aktiviere ich mein Karma mal wieder. 60 auf Olaf und auf mich super, siehst du? Sehr geil. Sieht aber momentan ziemlich schlecht aus hier. Auf den anderen Lanes passiert gerade nichts. Ah, Olaf hat einen Kill gelandet. Alter, wir haben 14-0. Wer 1. Das ist mal richtig heavy. Wir haben auch schön den Schild auf die Leute hauen. So, und der Turm fällt. Sehr schön. Das kostet mich 65 Mana. Habe ich momentan nicht über. Ah, jetzt. Ich habe momentan aber keinen Mana mehr für Schilder. Das könnte natürlich ein bisschen nach hinten losgehen, wenn ich jetzt da reinrenne. Und schon, ein Schild. Mist. Komm her, Schild.
Das sieht blöd aus. Karma aktivieren und ich glaube, ich gehe jetzt mal zurück kurz. Bringt nichts, wenn ich hier dumm rumlaber. Moment, der kriegt ein Schild gleich. Und dann tun wir uns mal alle porten. Und ich kann mir jetzt noch gleich ein bisschen was kaufen. Hat er mich nicht mehr erwischt mit seinem Fass, sehr schön. Ich tue mal den Ring verkaufen und hole mir dafür das erste Mal jetzt so einen großen Stab hier. Die Karma ist der erste der Freund von großen Stäben, habe ich gehört. Deswegen, ja, ne, weißt du. Mir ist auch aufgefallen, dass ich im Let's Play ziemlich oft das Wort sage, was ich echt nicht sagen möchte. Es beginnt mit F und hört mit Uck auf. Juked. Eigentlich sage ich das ungern im Let's Play. Man sollte ja mal aufpassen, so ein bisschen wie man, was man im Let's Play alles sagt. Deswegen werde ich versuchen, mich ein bisschen zusammenzureißen. Ja, man sieht schon, man hängt, der hängt mit Karma ein bisschen nach, ob das jetzt hier gewollt ist oder nicht. Ist die andere Sache. Ja, toll, das war sinnlos. Okay, da hinten geht's gerade ab. Okay, der stirbt. Sehr schön. So, dann hau ich hier mal. Kann ich mit Ärgern vor allem ein Schild draufhauen, gell? Genau. Das ist geil. Wenn ich mit Karma aktiviere, habe ich voll das Karma. Yay! Oh. Feinde. Nehmen wir Sinn mal ein Schild geben, weil der übelst OP ist. So, hier kommt er fest. Aha, Mist. Immer irgendwo Schilder verteilen. Ich komme jetzt mit Gamma Karma, habe ich so das Gefühl. So. Die Idee muss ich noch ein bisschen trainieren, aber ansonsten... Ich glaube, ich muss für die Idee extrem nah an den Gegner ran, was auch sehr gefährlich sein kann. Ah, da habe ich sie wieder erwischt. Sehr schön. Jetzt nehmen wir hier noch ein Schild auf den Olaf. Schild auf Olaf, Schild auf Olaf. So. Werde nie zum Monster, um eines zu besiegen. Äußerst weise. Sprach er leise. Sinnlos. Hilfe! Elkos, okay. Sehr schön, jetzt nochmal ein bisschen aufräumen. Ich habe das momentan wirklich, das ist extremer Mana-Verlust, den ich hier habe. So. Ich kann ein Schild auf Elkos hauen. Schild auf Elkos? Lalala, 70, ah, es hat sich erhöht die Mana-Kosten, alles klar, deswegen hat es gerade nicht funktioniert. So, der geht jetzt auf jeden Fall down, da hält nichts mehr. Und dann können, gehen wir gleich zum nächsten Turm weiter. Und währenddessen machen unsere Leute übelst die Kills, ey, das ist mein übelst cooles Spiel hier für euch. Freut mich, dass wir mit dem Karma gerade so abgehen. Dings, die Insel Karma sich zurückzuziehen. Okay. Dann gehen wir mal back. Und ich kann mir auch wieder neues Zeug kaufen. Mal gucken, was ich noch zusammenkriege jetzt. Jetzt könnte ich mir Rabadan Zaube mal. Rabadan Zaube. Jetzt habe ich's. Ich bin auch gar nicht nervig oder so, was ich gerade gesagt habe. Nee, nee. Fähigkeitsstärke ist bei 208. Das sieht Loot aus. Das sieht Loot aus. Oh oh. Der will sein Dings zurückholen. Ah, jetzt hat er es wieder. Glaube ich.
Bin mir da nicht ganz so sicher. Bam! Der Schlag ist echt nicht so schlecht. Die Frage ist, wie ich mir ganz stelle, ist, ob ich die Minions einsetzen sollte. Alles klar, ich sehe gerade, die Reichweite ist wirklich gering mit dem Ding. Mit meinem Ding, die Reichweite ist gering. Solltest du nicht unbedingt... Naja, man sollte aufpassen, zu welcher Zeit man das sagt. So. Ja, ich habe auch mal mit... Ich habe vor zwei Spielen hatte ich mal eine Karma als Supporterin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen, aber die konnte das absolut nicht. Jetzt habe ich, glaube ich, einmal ein ganzes Spiel den Schild auf mir gesehen. Und die ist auch nicht unbedingt selten gestorben. So, wir haben einen Turm zerstört, das ist natürlich äußerst praktisch. So, jetzt soll ich mir den Schild aufnehmen. Die trauen sich nicht ran, okay. Ja, schade, dass der jetzt nicht da war. Hätte mal ein Schild mehr verteilen können. Immer schwamm retten. Nicht wegrennen, wenn du Schild hast. Nicht wegrennen, wenn du Schild hast. Ah, okay, jetzt habe ich den Schaden gesehen. Oh, jetzt kommt. Bam! Sehr schön. Sehr schön. Aua. Da habe ich gut nochmal reingelangt. Jetzt habe ich das Kammer aktiviert, zu spät aktiviert. Das war natürlich ein bisschen suboptimal. Oh, Hilfe! Ja. Da musste ich mal kurz auf mich selbst aktivieren, um daher rauszukommen. Kein Kammer mehr. Klasse. Mana Mensch. So und weg. Sehr schön. Dann mache ich auch mal weg jetzt. Ich bin daneben stehen geblieben, falls er angegriffen wird, dass ich ihm noch schnell einen Schutzschild geben kann. So. Dann schauen wir, was wir uns kaufen können. Ihr könnt uns wieder den hier kaufen. Das war dann ziemlich gut. Ich würde, könnt jetzt noch kurz warten, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Deswegen gehe ich gleich mal los. Wir haben mittlerweile schon 300 Fähigkeitsstärke. Man muss auch sagen, das Team ist einfach, hat einfach einen super Zusammenhalt und sofort sind alle beisammen. Uha! So wie man das sehen möchte. Kriegt ihr auf die Fresse von dem Vieh, ja, gell? Okay. Oh, das war uncool. Gut, sehr schön. Das hat mich hier gemacht, aber okay. Hier ist anscheinend was los. Ah, ich sehe gerade. Das war nicht ich. Also ich bin nicht der Böse. So, ja, Jinx nochmal ganz kurz ein Schild geben hier. Ich glaube, es bringt nicht nur Schild, sondern Lauftempo, genau. Lauftempo hat sich auch, ist mir schon mal aufgefallen, dass es irgendwie sich so auswirkt. So, jetzt habe ich gleich das Kamera mit rein. R und Grau. Ah, das habe ich nicht erwischt. Dann beide Türme mich erwischt. Wo krieg ich den noch? Komm, einen krieg ich noch. Yo, ich hab einen Kill gemacht. Hey! Und flupp. Na, also, siehst du noch schnell ein Schild, den Typen verpasst. Ja!
das war's mit Kamera. War echt ein super Spiel, super Zusammenhalt im Team. Ich hoffe, ich habe meine Rolle als Kamera echt gut gemacht. Wenn ihr Kamera nochmal in Aktion sehen wollt, vielleicht auf was anderes gedrillt, aber ich denke mal, AP ist das einzige, worauf man Kamera drillen kann. Und wenn ihr solche Armeen wie ich sie hier habe, ich finde das sieht voll cool aus, diese blaue Armee, dann gebt Bescheid und wir machen es eventuell nochmal. Ansonsten schreibt in die Kommentare, welchen Champion als nächstes haben wollt oder welchen Champion eventuell nochmal sehen wollt. Bis dahin, adios und bis zum nächsten Mal. Tschüss.